Hallo, da es von dem Prosimo T1000 AL sehr wenig Infos gibt und auch kein deutsches Video, habe ich mir gedacht, ich helfe da mal ein bisschen nach und habe es mir gegönnt und jetzt mache ich entsprechend das Video dazu. Ich zeige dir, wie es geliefert wurde, was ganz interessant ist, dann den Lieferumfang im Detail, den Aufbau, die Einstellungen, wie ich sie getroffen habe und die Modifikationen, die ich zu diesem Rig schon gemacht habe. Ich hoffe, dass du dadurch ein bisschen Zeit sparst und ja, von vornherein die richtigen ungefähren Einstellungen schon mal treffen kannst und dann entsprechend viel Spaß beim Aufbau hast. Schauen wir, im Hintergrund läuft es schon, ja, schauen wir mal, was oder wie es geliefert wird. Ja, eine große Palette, 105 Kilo, alles mit so einer schwarzen Schutzfolie eingepackt gewesen. Ja, und da drin ist ein Hauptteil der Sitz und zwei Kartons. Und die Palette kann natürlich dann weg, wenn man die nicht braucht. Es war alles gut verpackt. Alles in so Knisterfolie, ja, alles ja, auch gut verarbeitet. Ich habe nur ein Profil gehabt, wo ich mir ein bisschen den Finger dran geschrabt habe, aber nicht mal blutig, also auch noch alles gut. Da bin ich im Großen und Ganzen sehr mit zufrieden. Es wird leider keine Lieferanleitung mitgeliefert, ja, und ich dachte, keine Aufbauanleitung mitgeliefert. Und ich dachte, es geht ganz einfach, aber leider war das nicht der Fall. Man kann die vorher beantragen. Ja, man muss sich dann auf der Webseite registrieren. Dann muss man sagen, was man will, dann muss man validiert werden und dann kriegt man entsprechend diese ja, Anleitung zugeschickt, die aber auch meiner Meinung nach nicht so geil ist. Ja, es sind so ein paar Videos, toll, dann hat man es mal gesehen, aber so richtig im Detail wird das eben leider nicht erklärt, weil man einfach viele verschiedene Schraubentypen hat und ja, da wäre es einfach praktisch zu wissen, was kommt denn wohin, dann muss man nicht rätseln. Zeige ich dir am Ende des Videos, dann weißt du, welche Schraube kommt wohin und sparst dir bei deinem Aufbau auf jeden Fall viel Zeit. Ja, Zeit ist ein gutes Thema, ne? Ich habe 7 Stunden zum Aufbau gebraucht, weil ich eben viel rumprobieren musste und mir irgendwie anhand der Bilder aus dem Internet da einen zusammenreimen. Danach habe ich nochmal gut 5 Stunden für Modifikationen und Einstellungen gebraucht und Probefahrten und sowas und jetzt bin ich schon ziemlich zufrieden. Ja, gut. Als nächstes kommt dann das Lieferumfangsvideo. Da halte ich jetzt hier die Klappe, weil da habe ich im Video geredet. Danach kommt eine kurze Timelapse vom Aufbau, so 40 Sekunden oder so, mit ein bisschen Musik. Und dann zeige ich dir noch die Maße und ja, ein paar Tipps zum Aufbau und die Modifikation, die ich getroffen habe. Das ist der Lieferumfang von meiner Prosimo T1000 AL Lieferung. Sitz, mega geil, ich habe noch nicht drin gesessen. Mal gucken. Alle Profile, alles schön verpackt in diese Polsterfolie. Eine Anleitung ist nicht dabei, aber es ist meiner Meinung nach auch ein bisschen selbsterklärend und es gibt jede Menge Bilder auf der Webseite und das Video von der Sim Racing Garage auf YouTube. Also zur Not findet man da auch genug Infos. Kurze Übersicht: Wir haben die beiden Hauptprofile, die unten quer gehen. Das dicke Profil, das oben quer geht, wo dann das Lenkrad dran kommt mit der Halterung da hinten, mit dieser fetten Platte, die da hochkant steht. Dann die beiden, die vertikal hochgehen, um das daran festzuschrauben. Dann haben wir 5-mal ein Querprofil. Davon gehen 2 unter die Sitze, wenn man das möchte, oder unter die Pedalen. Und 3 gehen eben quer zwischen den Hauptträgern. Die beiden abgewinkelten, die dann hier entsprechend quer hochgehen, um die Lenkradhalterung besser zu halten oder zu stabilisieren. Fußmaterial, Endkappen für die großen, Endkappen für die kleinen, jede Menge Schrauben, Abdeckung für die Verbindungsglieder, weil wenn 2 Profile zusammenkommen, hat man ja so ein Dreieck drin, das wird dann abgedeckt. Da sind die Abdeckungen, da hinten sind die Verbindungsdreiecke. Dann habe ich bestellt das Shifter and Handbrake Set und zwar doppelt, weil ich dieses Profil von 45 mal 90 nirgendwo auf meiner Insel finden konnte und schon gar nicht in Schwarz. Und da habe ich mir gedacht, bestelle ich lieber ein bisschen mehr, dann, wenn ich mal was basteln will, habe ich noch ein Stück liegen. Genau, alle Schrauben, dann hier die Sitzhalterung. Ja, sehen auch voll schön aus mit dem T1000 drin. Freue ich mich natürlich sicherlich noch mehr drüber, wenn endlich alles zusammengebaut ist. Pedal Tray, das war's fürs Lenkrad. Das ist die Sitzschiene zum nach vorne und nach hinten fahren. Ja, und das ist eigentlich so der gesamte Lieferumfang. Und jetzt werde ich das Ganze mit einer Timelapse zusammenbauen. Mal auf die Uhr gucken, wie lange ich so ungefähr brauche. Und wenn was Wichtiges kommt, mache ich halt ein Voice-Over. Ansonsten gibt es ein bisschen Mucke.
ist es jetzt vor mir, ja, so wie ich es im Moment habe. Und ich zeige dir mal ein paar Mods, die ich gemacht habe. Hier hinten sind die Pedalen und dieses Profil, ja, das hier hochkant steht, liegt eigentlich seitlich hier unter dem Sitz. Ich wollte aber den Sitz möglichst tief und die Pedale möglichst hoch. Und deswegen hatte ich das zuerst erst hatte ich das seitlich liegen und habe mir gedacht, gut, das ist so weit hinten, dann kann ich das da vorstellen, das wird schon passen, ja. Und dann mache ich den Sitz einfach so tief, wie es hier eben geht. Und habe dann festgestellt, dass wenn ich hier hinten in das tiefste Loch gehe, was mit dem Sitz, so wie er ist, glaube ich, dieses ist, dann habe ich hier leider nur die Möglichkeit, in das hier oder das hier zu gehen, aber nicht in das. Und dadurch kriege ich den Sitz nicht in den richtigen Winkel. Ja, ich sitze dann viel zu aufrecht, das hat mir nicht gefallen. Also habe ich quasi alle Löcherkombinationen durchprobiert und bin zu keinem befriedigenden Ergebnis gekommen, was dann im Endeffekt dazu geführt hat, dass ich hier ein neues Loch durchgebohrt habe, also durch diese Platte auf beiden Seiten natürlich, und bin dann hier im obersten und habe hier entsprechend das Loch durchgebohrt. Das Ganze ist trotzdem stabil, also was jetzt hier wackelt, ist die Sitzschiene, ja, das ist nicht dieses Profil. Also man kann auch die oberste Einstellung benutzen, das ist auch kein Problem. Ganz runter kommt man eh nicht, weil der Sitz das Schraubenloch zu weit oben hat und hier gucken ja die Schrauben raus, ne, vom am Sitzschienen befestigen. Das ist eben so, ja. Dann habe ich festgestellt, okay, wenn ich das so mache, dann bin ich sehr hoch, das heißt, die Pedalen müssen noch höher und das ganze Lenkrad muss noch weiter nach hinten. Ich hatte das erst weiter vorne. Dementsprechend habe ich dann dieses Profil hochkant gemacht und konnte das hier dann seitlich daneben schieben. Und damit bin ich jetzt auch so ganz zufrieden. Ich gehe gleich nochmal mit dem Maßband durch, dann hast du auch so die Grundeinstellung. Ich bin 1,86 groß. Und ja, vielleicht passt das ja dann auch so für dich. Oder du kannst sagen, okay, ich bin 5 cm kleiner, also rücke ich dieses und jenes näher, ja, ran. Siehst ja, ne, ist eine Fanatec CSL DD. Ja, also hier habe ich die mittig angeschraubt, quasi so weit nach hinten, wie es dann geht. Und ja, der Bildschirm hat hier nicht mal einen Finger Platz. Ja, also das ist jetzt so meine aktuelle Einstellung. Lochbohrmodifikation, das hier hochkant. Kommen wir zu den Schrauben. Ja, also es werden verschiedenste Tütchen mitgeliefert. Das ist ganz schön, dass die alle separiert sind. Das finde ich gut. Aber man weiß manchmal nicht so genau, was wohin gehört. Ja, und dann fangen wir mal an mit den Füßen. Also die Füße haben ab Werk, ich hoffe, du kannst es hier unten sehen, haben die hier, die ist festgeschweißt. Ja, die gehört zum Teil. Und darüber habe ich jetzt eine Mutter und dann eine Unterlegscheibe. Und obendrauf habe ich auch eine Unterlegscheibe und dann eine von den selbstsichernden Muttern. Und dadurch kann man das hier entsprechend hochschrauben. Und wenn es dann die entsprechende Höhe hat, mit der man glücklich ist, kann man hier das Ganze dann festmachen. Kann man sich ja mit der Wasserwaage ja ausleveln. Ne? Das sind die Füße. Die sind in der Anleitung auch gar nicht erwähnt. Also da muss man eben selber sich einen Kopf machen. Du hast kleine und große Unterlegscheiben dabei. Das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht hier mit der GoPro, denke ich mal. Das hier ist eine von den großen unten drunter und das hier ist eine von den kleinen oben drauf. Das waren die Schrauben. Dann gibt es eine Tüte, da sind unendlich viele von den gleichen drin. Ja, das sind die Hauptschrauben, die werden überall verwendet. Damit habe ich die Sitzschiene am Rig festgemacht. Und den Sitzhalter an der Sitzschiene habe ich mit den kürzesten gemacht, die dabei waren. Das ist auch so, unten ist nur die Schraube, dann eine dicke Unterlegscheibe, dann oben eine dünne Unterlegscheibe und entsprechend eine selbstsichernde Mutter wieder. Die Sitzschrauben waren dabei mit den großen Unterlegscheiben, das ist gut. Das war der Sitz. Dann hast du hier diese Querstreben und die beiden Querstreben, die haben Spezialschrauben dabei, die haben einen dünneren Kopf und sind auch nicht mit einem 6er-Imbus zu machen, sondern mit einem 5er. Da sind noch 4 Stück, die waren in der extra Tüte, also das sollte auch problemlos gehen. Und dann alle Winkel, die kleinen Winkel hier, die Winkel hier oben, die Winkel hier unten, ja, alle diese Winkel werden mit den gleichen Schrauben festgemacht. Und das ist immer das gleiche Prinzip. Eine Schraube und dann eine dünne Unterlegscheibe, eine von den kleinen und da drin natürlich die T-Nut, ne? Und dann verschrauben entsprechend. Hier oben bei der Lenkradhalterung siehst du einen Unterschied. Hier habe ich die dicken Unterlegscheiben verwendet und das sind auch lange Schrauben. Das sind kurze, das sind lange. Ja, und innen drin dann entsprechend auch lange Schraube, große Unterlegscheibe auf beiden Seiten und selbstsichernde Mutter.
Und beim Lenkrad dann hier entsprechend auch die kleinen, die haben dann auch einen Fünfer. Und Unterlegscheibe ist die gleiche wie bei den ganzen seitlichen Profilen. Ja, das ist also auch nicht so kompliziert. Hier unten bin ich jetzt am Überlegen, ob ich diese Halterung nochmal auf die andere Seite machen wollen würde, was im Moment nicht geht, weil ich hier den, ich weiß nicht, ob man das sieht, diese Platte habe, um dieses Profil hier zu halten. Aber ja, vielleicht mache ich das Ganze dann noch weiter nach hinten oder so. Ich weiß nicht so richtig. Manchmal habe ich hier meine Füße und dann fällt er hier ab oder so. Also da muss ich nochmal ein bisschen rumspielen. Da bin ich noch nicht 100% zufrieden. Wie du siehst, habe ich hier auch noch keine Abdeckkappen drauf, wegen der Position des Lenkrads. Da bin ich gelegentlich noch am Verstellen. Hier sind auch noch keine drauf, weil ich mit der Höhe auch noch am Gucken bin. Aber es fühlt sich jetzt schon sehr gut an. Also heute kommt der dritte Bildschirm und dann kann ich noch ein bisschen fahren. Dann weiß ich, ob das passt. Hier hinten habe ich zwei normal gleichen Schrauben wieder wie hier verwendet, um das hier festzuschrauben. Und die hier sind auch die gleichen. Ja, kleine Unterlegscheibe, Mutter, innen drin dann eine selbstsichernde Mutter. Hier vorne das gleiche. Ja, die hier sind die gleichen. Und hier, um das, das ist jetzt die Fanatec, um die festzuschrauben, habe ich, da waren so schwarze Schrauben dabei. Ich weiß gerade nicht, ob die, doch, die waren beim Rig dabei, vier Stück. Und da habe ich die genommen und dann entsprechend auch wieder Unterlegscheiben, normale, und dann verschraubt. Und ich glaube, ja, unten habe ich große Unterlegscheiben drunter und oben habe ich dann entsprechend die kleinen und dann passt auch die selbstsichernde Mutter ganz gut. Ne? So, viel zu den Schrauben und jetzt kommen wir mal zu den Maßen. Und zwar habe ich, also das ist ja das Hauptprofil und daran orientieren wir uns jetzt. Ich habe meinen Lenkradhalter, wenn ich hier hinten, Endkappe ist drauf, ne, das ist wichtig, von der Endkappe gemessen bis nach vorne kannst du sagen 25 cm bis hierhin. Ja? Also von hier außen bis hier sind ungefähr 25 cm, kann man jetzt so sagen. Das Profil ist hier bündig und meine Pedalplatte, ja, die dabei ist, guckt hier hinten genau so weit rüber, dass der Bogen anfängt. Ich hatte das vorher ganz dran, das war mir aber zu nah, also ein bisschen weiter nach hinten, so dass der Bogen eben hier gerade an dieser Kante anfängt. Und von der Höhe her, von der Pedalplatte bis nach oben, habe ich 12,5 cm. Ja, also wenn du das, diesen Abstand auch haben willst, sind das 12,5 cm. Was habe ich bei den Pedalen gemacht? Ich habe Kupplung so gelassen und habe beim Bremspedal den Winkelmod von den Fanatecs dabei. Und hier entsprechend, ja, so musst du dir selber einstellen. Ne? Hier halt einen Winkel eingestellt und hier noch den Alublock dazwischen und den Motor dann entsprechend nach oben. Und bei dem Gaspedal habe ich hier auch den Winkelmod. Die hinteren Löcher, nicht die vorderen wie hier, sondern hier die hinteren Löcher und dann maximal nach hinten und aber auch den Alublock dazwischen gelassen und das große Pedal auch. Ne? Das sind dann so meine Winkeleinstellungen, damit bin ich zufrieden. Performance Brake Kit habe ich noch nicht eingebaut, aber ich habe ihn hier erstmal auf 5 gedreht. Kommt alles noch mit der Zeit. So, das sind 25, das war das, was wichtig ist. Dann bei der Sitzschiene, machen wir den mal nach vorne. Da siehst du, dass ich hier hinten im hinteren Loch bin und habe hier, ja, was ist das, ein Zentimeter Überstand dann oder was? Eben so, dass es, ja, knapp ein Zentimeter, so dass es eben bis nach hinten geht, aber hier nicht gegen die Platte haut. Falls es mal Spiel kriegt, will ich nicht, dass es dann hier immer gegenschlägt, ja. Deswegen habe ich da einen Millimeter Abstand. Was du auch sehen kannst, ist, dass ich hier diese Endplatten drauf gemacht habe und das hier bündig, ne? Weil du könntest ja auch das Profil mit dem Profil machen, aber ich finde das halt schöner, so wenn das hier bündig ist, das muss da nicht versenkt sein oder so, ne? Das ist das. Ja, dann Sitz, wenn ich fahre, dann habe ich, hier ist die untere Sitzschiene und hier kommt der Sitz und wenn du jetzt mal guckst, dann mache ich das so, dass ich so und jetzt die erste Stufe quasi und dann habe ich hier, wenn ich hier mit dem Finger gegengehe, dann spüre ich, dass da noch so ein bisschen Abstand ist, bevor das innere Profil kommt und dann weiß ich, okay, ich bin in der richtigen Raste. Das passt für mich so super und wenn Gäste kommen, können die halt noch ein ordentliches Stück nach vorne und ein ordentliches Stück nach hinten und damit sollten dann hoffentlich auch alle zufrieden sein. Kommen wir zum Lenkrad, das letzte oder die Lenkradhalterung. Ja, bei mir ist es jetzt so, wo messen wir das? Falls du das nicht so machst, messen wir es mal von dem Hauptprofil nach oben. Das ist jetzt ein bisschen schief, aber
Das sind ungefähr, Oberkante sind 54,2 Zentimeter ungefähr zur Oberkante. Und solltest du es so machen wie ich, dass du sagst, okay, ich mache das hier hinten hochkant, ja, habe ich Bock drauf, dann kannst du das so messen und dann kannst du hier unten dein Maßband drauflegen und kannst hier hochgehen und dann bist du bei 43,1 an der Oberkante. Und ja, hast dann entsprechend die richtige Höhe. Das hier kann man nicht von der Höhe her unterschiedlich einstellen. Ja, das hat immer die gleiche Höhe. Das ist auch ein bisschen blöd, weil man kann auch keinen Winkel einstellen. Also das finde ich ein bisschen schwach, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, weil wenn man hier schon zwei Langlöcher macht, ja, dann hätte man auch eins irgendwie in einem Bogen machen können, dass man das Ganze noch ein bisschen neigen kann, finde ich. Ja, weil wo soll das denn hier hin? Hier ist ja eh gar kein Platz. Ne? Also das ist ein bisschen blöd gemacht. Ich hoffe, man kann das überhaupt sehen auf der Aufnahme. Weiß ich nicht. Da hätte ich mir halt noch einen Winkel gewünscht, ja. Ansonsten, das ist halt vermittelt, ja. Und das war's. Ich glaube, das sind alle Maße, was man so braucht. Die Dinger könnte man, glaube ich, auch nach hinten machen. Das wollte ich nochmal messen, siehst du, können wir gleich zusammen machen, dann weißt du das. Ende ist bei 24,7. Ich glaube nicht, dass das passt, weil wir hatten vorhin irgendwas mit 24 gemessen, ne? Würde so nicht passen, nee. Das heißt, es würde ein bisschen überstehen, aber die Verschraubung passt, ja, weil die Verschraubung ist bei 21 und das passt ja easy. Wenn man jetzt hier guckt, 21, dann wäre hier die Schraube und das Profil würde ein kleines Stück über gucken. Wenn das die Distanz ist für dein Lenkrad, dann würdest du die auch nach hinten machen können. Dann ist das mit dem Einsteigen noch ein bisschen einfacher. Vielleicht mache ich den noch nach hinten, wenn ich hier einsteige. Das war's. So viel zu dem Prosimo bis jetzt. Also ich bin zufrieden. Ich hätte mir das mit dem Sitz schöner gewünscht. Ich hätte mir hier eine Winkelverstellung gewünscht. Und ansonsten ist es geil. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ich gucke nochmal auf meine kluge Liste. Nö, habe ich alles gesagt, ne? Dementsprechend machen wir das Video zu Ende. Danke fürs Zuhören, wenn du dich für das Prosimo entscheidest. Was wirklich, also das ist so rock solid, da wackelt nichts, ja. Egal, wo ich Kraft ausübe, das ist einfach geil. Dann wünsche ich dir viel Spaß damit. Und wenn nicht, hoffe ich, dass du ja, ein bisschen an meiner Freude teilgenommen hast und ja, ein bisschen was über alternative Rigs gelernt hast. Bye bye.